Willkommen zu einer neuen verstrahlten Folge von Deliver Us the Moon. Schön, dass du eingeschaltet hast und vielen Dank an alle Reaktorbesucher und Zuschauer, die meine letzten Videos geschaut und bewertet haben. Wer noch nicht das letzte Video gesehen hat, kann dies gern auf meinem Kanal nachholen und eventuell einen strahlenden Kommentar oder Abo dalassen. Ja, so seid ihr immer schön mit dabei im Reaktor, ne? Gibt leider keine Eintrittskarten, aber ich werde euch trotzdem irgendwie da reinbekommen. So, und wir werden mal jetzt schauen, was wir da alles kaputt machen können. Gut, wir haben übrigens diese vier Lichter auf blau gesetzt. Relativ simpel und einfach gewesen. Ich musste natürlich auch mehrfach probieren. Aber man muss die 2 auf orange bringen und die 1, 3 auf 4 und 4, soweit ich mich noch erinnern kann, auf gelb. Und dann muss man einfach nur den zweiten nochmal betätigen. Und die 2 und die 3, glaube ich, nochmal betätigen. Ich weiß das nicht mehr genau, aber auf jeden Fall hat das dann funktioniert. Nach unzähligen Versuchen. So, wir werden jetzt... Oh, ich muss die ASE-Einheit ja noch mitnehmen. Ich darf die ja gar nicht draußen lassen. Das heißt, wir müssen hier durch. Falsche Richtung. Ah, okay. So, was soll ich jetzt tun? Ah, Tür ist offen. Dann drücken wir natürlich wieder Knöpfe. Achtung, wieder aber kein Sauerstoff. Müssen wir irgendwas hier noch machen? Hier leider nicht. Ah ja, hier müssen wir auf jeden Fall scannen. Da haben wir auf jeden Fall schon mal irgendwas gescannt. Also, die Kabel wurden sabotiert. Und stören damit durch die Sabotage den Verkehr erheblich. Gibt es hier noch was zu entdecken? Schauen wir doch mal nach. Nein, hier stehen nur noch ein paar Kisten. Ah, Wänden. Ah, Sauerstoff. Na bitte. Okay, man kann springen. Aber man kommt da nicht weiter. Jetzt müssen wir schauen, was wir hier genau zu tun haben. Hier vielleicht um die Ecke laufen. Müssen wir vielleicht direkt an die Reaktoren ran? Auch nicht. Los, sag mal einer an, was ist denn hier los? Vielleicht hier durch. Hier gibt's auch nichts. 1 Minute noch und 5 Sekunden. Da gehen wir mal kurz zurück. Füllt sich gerade auf. Gut, also wir haben die gekappten Kabel gefunden. Ich vermute mal, wir müssen wieder nach unten. Weil da gab es ja nichts so weiter. Können wir jetzt weiterfahren mit der Eisenbahn? Wir könnten weiterfahren.
Und da geht's weiter. Da fahren wir dahin. In eine ferne Zukunft. Oi, wo geht's denn hier lang? Combo-Schienenzugriff verweigert. Kommunikation zum nächsten Basispersonal offline. Kontaktieren Sie bei Ankunft in der Reinhold-Krater-Basis das Basispersonal. Wäre ja mal schön, wenn überhaupt mal was hier funktionieren würde. Achtung, Combo-Strecke blockiert. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Okay. Au, das ging aber ganz dicke in die Hose. Das heißt, ein bisschen Reaktion jetzt. Das probieren wir gleich nochmal. Achtung, Combo-Strecke blockiert. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Das war natürlich auch daneben. Das war ein A. Wir sollen ja nach links fahren, nicht nach rechts. Okay, nochmal probieren. Kann ja mal passieren. Achtung, Combo-Strecke blockiert. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Eieieiei. Ist ja wie in der Achterbahn hier. Achtung, Hindernis erkannt. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Eieiei. Bahngeschwindigkeit kritisch. Bremsen betätigen. Wow. Jetzt bricht der Hebel ab, bestimmt. Na, das war doch ein sanftes Anstoßen. Okay, kein Sauerstoff hier. Wir sind jetzt in Reinhold angekommen. Kraterbasis. 5 Jahre nach dem Blackout. Gut, ich glaube, wir müssen da nochmal zurück. Kann man denn nochmal zurückfahren? Nein, kann man leider nicht. Man muss sozusagen weitermachen. Kontrollzentrum Reinhold. Vielleicht kommt man ja nochmal zurück. Gen. Abgenutzter Anzug. Haben wir einige Sachen nicht entdeckt. Hier ist auf jeden Fall noch ein Sauerstoffbehälter. Gut, da oben muss erstmal die ASE-Einheit rein. Versuchen wir es doch mal. Gut, ist offline. War natürlich klar, dass es hier auch nicht geht. Aber wir haben ja hier noch die Möglichkeit, ein paar Sachen durchzuschneiden. Na bitte. Dann gehen wir mal hier hoch. 1,34. Wir müssen uns da ein bisschen ranhalten. Die ganzen Klammern ab.
und dann einmal nach unten. Das nehmen wir mal raus. Gibt es hier noch eine Möglichkeit, das irgendwo reinzustecken? Fallen lassen. Gut, also man kann es fallen lassen. Hier sind Schränke, die kann man bestimmt auch noch aufmachen. Die leuchten blau. So, jetzt habe ich mich ein bisschen festgelaufen hier. Ich glaube, ist auch noch mal Sauerstoff drin. Ja, der ganze Schrank ist voll. Schön, wenn wir die Tür auf und zu machen, quietscht sie. Hier haben wir auch nochmal 2,29 und wir müssen jetzt einen hier reinnehmen. Den reinstecken, weil der war ja aufgeladen. Keine Ahnung, was wir mit dem machen. Der ist, glaube ich, leer. Oh, da läuft ja Strom jetzt. Da kommen wir so gar nicht durch. Gut, da stellen wir mal hier ab. Kommen wir denn da jetzt lang? Da ist kein Sauerstoff mehr drin. Oh Gott, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Vielleicht geht sie ja auf jetzt, die Klappe. Nein, geht sie nicht. Was ist denn eigentlich, wenn wir das jetzt hier abziehen? Gut, dann geht auf jeden Fall die Tür wieder zu. Gut, hier haben wir jetzt was ausgeschalten. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir das reinschieben. Alles klar. Das. Eieiei. 35 Sekunden noch. Wir müssen das hier fallen lassen. Dann ASE-Einheit verwenden. Okay, läuft auch nicht. Ich glaube, das wird nichts mehr. Haben wir noch ein bisschen Sauerstoff irgendwie? Schnell in die Bahn rein. Die ist zu, verdammt. Okay. Da lag übrigens noch eine Sauerstoffeinheit, habe ich gerade gesehen. Das heißt, wir haben nicht ewig Zeit. Gut. Erstmal schon mal hier die ganzen Sauerstoffeinheiten rausholen. Da liegt auch noch eine. Gut, ich glaube, wir brauchen sie jetzt noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen uns ranhalten. Tür ist auf. Hier gibt es nichts Besonderes, nur diese Leiter. Gut, hier machen wir mal auch gleich. Die nehmen wir mal mit, die Sauerstoffeinheit. Gut, den müssen wir rausnehmen.
Den lassen wir mal hier fallen. Und das da muss neu rein. So, damit ist Saft wieder da. Hier machen wir mal die Kiste auf. Nehmen Sauerstoff mal zu uns. So, das bedeutet, das schieben wir mal mit raus. Hier ist Strom. Da kommen wir jetzt auf jeden Fall nicht lang. Wir müssen erstmal den Strom beiseite machen. Jetzt müssen wir mal überlegen. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich jetzt hier hingehe. Müsste der Strom aus sein. Ja. Strom ist wieder an. Und wir drücken drauf. So. Das hätten wir erledigt. Datenwiederherstellung und jetzt reaktiviere die Eisenschienenbahn, um aus der Basis zu fliehen. Überprüfe den Status der Reinhold-Krater-Station im Kontrollzentrum. Versorge die Luftschleuse mit Strom, um das Kontrollzentrum zu erreichen und überlebe die Fahrt mit der Eisenschienenbahn. Ja, das haben wir ja auch. Das war eine sehr rasante Fahrt. Inspizieren. Hope and Despair, Moonman. Also genau hinschauen, da oben sehe ich schon, da ist schon wieder was. Aber erstmal gucken wir uns denn die Story an. Nämlich ganz interessant. Irgendwas von Evac Crew 1 oder MacArthur? Nichts. Der Funk ist tot. Was zur Hölle ist da los? Der Strom in den Gleisen ist auch weg. Keine Ahnung, Beeilung. Bringen wir das Helium zur Mondzentrale, bevor MacArthur und die Evakuierten ankommen. Wir trennen uns. Du stellst die Stromversorgung der Bahnstation wieder her und ich suche den Vorsteher, damit wir gemeinsam evakuieren können. Auf geht's. Warte, da ist er. Fenster, 6 Uhr, Kontrollzentrum. Sichtkontakt. Überprüfe du den Zug. Ich kümmere mich hier um. Ja, so lief das also damals ab. Schauen wir doch mal genauer hin. Autorisiertes Personal, da kommen wir jetzt nicht rein. Hier hinten geht es noch weiter, aber ich habe gesehen, aber hier ist, ja, ich sehe schon, da hinten geht es noch hoch. Wir haben da hinten aber noch so eine Art Tunnel für die ASE-Einheit. Da gehen wir erstmal jetzt hin und gucken uns das an. Ah, okay, wir sind jetzt hier. Ah, ich glaube, das ist nur der Tunnel, damit wir dann wieder raus können. Ja, gut, dann gehen wir erstmal weiter nach oben. Da ist wieder ein Werkzeughanger. Fahrzeughanger natürlich. Werkzeuge sind natürlich auch da drin. Story. Gucken wir uns die Story an. Hey. Hey, Sie da. In der Tombow-Anlage gab es eine Fehlfunktion. Evakuierung zur Copernicus-Mondzentrale. Aber der Zug ist zum Stehen gekommen. Wie können wir das Gleis reaktivieren? Wir haben es eilig. Warum sind Sie hier? Haben Sie mich mit diesem Ding beobachtet? Wollen Sie zu den Kuppeln? Bei Huygens. Kolonist, wir sind zu Ihrer Sicherheit hier. Direkter Befehl des Lunarrats. Besonders der Rat. Bitte komm. Euer Boss. Schlechte Neuigkeiten. Mit Arthur. Wir kriegen Sie nicht zum Laufen. Hattest du mehr Glück? Immer am Spionieren. Nein, nur ein Irrer. Ist immer nach. Schluss mit den Rätseln, Alter. Wie kommen wir zur Mondzentrale? Wenn die Züge ausgefallen sind,
müssen Sie die Käfer nehmen. Die tragen Sie rüber. Wenn Sie es überhaupt aus dem Krater schaffen. Der Sand hier draußen ist rau. Hab viele Käferbeine zerschunden, um drüber zu kommen. Aber einen Weg gibt es. Gab es jedenfalls. Ich kenne ihn. Bin ihn 100 Mal gefahren. Die Rover. Komm wieder rein. Ich hab da was. Bring die Ladung mit. Ja! Das heißt, ein Rover. Wir müssen mit dem Rover fahren. Wir scannen mal hier die Tafel. Für die Datenbank, ganz wichtig. Hier vielleicht noch irgendetwas. Oh, hier ist noch irgendwas mit inspizieren. What are these? Was sind diese Kuppeln? Das habe ich mich auch schon gefragt. They can't be for communication. Also sie können nicht für die Kommunikation sein. Wir haben ja eigentlich schon eine Radarkommunikation. Ohne dieses. Naja, da steht 8.2. oder 2.8.2049. Also hier sind Daten. Interessante Sache. Was ist das hier? It all goes here. All the unexplained shipments of materials and Helium 3 end up in Copernicus. Warum also? Warum enden alle unerklärten oder alle Lieferungen von Material und Helium 3 am Ende bei Copernicus? Warum? Fragezeichen. Sehr gute Frage. Und da hat man herausgefunden, dass William MacArthur dahinter steckt. So, was ist das hier? Gucken wir mal. Interagieren. MPT-Diagnose. Okay, also ein Pfeiler ist nicht ausgerichtet. Das heißt, wir müssen den Pfeiler erstmal richtig bauen. Hangartüren öffnen. Bitte, das haben wir auch. Gut, dann schauen wir mal, wo es jetzt hingeht. Wir müssen wahrscheinlich hier lang. Ich hoffe, ich habe nichts liegen lassen. Gut. Dann einmal runter ins Hangar. Mensch, das sieht aber auch ausgeräumt hier aus. Hier gibt es bestimmt noch... Ja, hier liegt noch genug Sauerstoff. Das reicht noch. Hier ist auch nichts. Hier sind Reifen. Container steht hier. Und hier gibt es nochmal Story. Wir müssen das Helium per Rover zur Mondzentrale bringen. Den Zug kriegen wir vor der MPT-Abschaltung nicht zum Laufen. Evac One, komm, hören Sie mich! Verdammt! Worüber lachst du? Zum ersten Mal weiß ich alles. Keine Geheimnisse mehr. Nur ein kleiner Schalter, sonst brauchte ich nichts weiter. Vergiss ihn, verschwinden wir von hier. Ich musste wissen, was Sie planten. Und jetzt weiß ich es. Nur der Treibstoff. Helium 3. Der Weg hier raus. Wegen dir sitzen wir hier fest. Lass ihn, er ist es nicht wert. Wir müssen los. Nur ein kleiner Schalter. Der Rest waren Sie. Du hast keine Ahnung, worauf du dich eingelassen hast. Was du aufs Spiel setzt. ASEL-30. Nicht. Eindämmungsprotokoll aktivieren. Nein! Ja, das sieht aus, als ob da ein Mord passiert ist. Und wie es weitergeht, Leute, das könnt ihr dann in der nächsten Folge sehen, wenn es euch denn interessiert. Seid gespannt, es bleibt auch spannend. Ne? Abo, Like, sehe ich immer gern. Und ein Kommentar natürlich auch. Wir sehen uns und hören uns. Macht's gut.